Yo Leute, ich bin Ali und das ist der W2K24 Community Universe und wir haben direkt mal ein ziemlich nices Match, denn wir starten rein mit einer kleinen Battle Royale, denn wir brauchen einen neuen Challenger für die Intercontinental Championship, denn da haben wir einen neuen Champion und ich bin ein bisschen unfair. Rick Carter kriegt kein direktes Rematch. Rick Carter kriegt kein direktes Rematch. Das muss er sich erarbeiten. Hier jetzt, heute Abend in dieser 8-Man Battle Royale. Aber keine Sorge, bei Paul Reeves wird es nicht anders sein. Paul Reeves wird wahrscheinlich ein Rematch kriegen, gehe ich mal von aus. Aber heute Abend muss er sich erstmal beweisen gegen einen, in meinen Augen, sehr, sehr, sehr schweren Gegner. Aber dazu kommen wir dann im Co-Main-Event. Jetzt werden wir erstmal schauen, wer der neue Challenger für die gute Intercontinental Championship wird. Dann haben wir heute im Main Event dann auch noch das angesprochene Rückmatch von Tyler Banshee, der sagt, okay, Sol, du warst ein Fighting Champion, also werde ich das nicht anders machen. Ich werde dir eine weitere Chance auf deine Hardcore Championship geben. Und zwar in einem Triple Threat Match, auch mit Damien the Demon White. Luca Osborne hier auch am Start. Und das Ganze ist diesmal hoffentlich dann wirklich ein Hell in a Cell Match. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Action. Und wir werden jetzt mal schauen, wer der Nächste ist, der hier zum Ring kommt. Der Monster Ace auch hier am Start. Wird natürlich extrem hart. Diesen Hünen da irgendwie über das oberste Seil zu hieven. Also ich denke, The Beast kann das schaffen. Monster Ace und The Beast zusammen mit Warlord und dann auch dem neuen La Locura haben sich da ja beim Pay-Per-View Saurus gegeben, Tag Team Match. Und The Beast und La Locura konnten das am Ende gewinnen. Aber jetzt hat Monster Ace seinen Fokus auf die IC Championship gesetzt. Aber nicht alleine, denn The Beast ist auch am Start. Oh! Warlord ist auch hier. Ich habe vorhin die Feder angesprochen von den beiden. Also von Monster Ace und Warlord, die zusammen gegen The Beast gekämpft haben. Und Warlord ist hier auch im Match beteiligt. Wird dann zu sehen, also interessant zu sehen, inwieweit diese vorherige Feder da ja eventuell zu ein paar Streitigkeiten oder auch nicht führt. Nach der Niederlage beim Pay-Per-View der beiden. Ich denke mal, da werden Warlord und Ace trotzdem irgendwie zusammenarbeiten, aber naja, ganz so sicher ist jetzt hier die Sache nicht, weil am Ende kann natürlich nur einer gewinnen und einer der nächste Herausforderer für Nicholas IC Championship werden. Genau, der X-Factor Julian Corrales auch am Start, hat ja seine Fehde gegen El Barba. Naja, er hat bei Pay-Per-View verloren, aber trotzdem alles andere ging an ihn, muss man ganz klar sagen. Also es war schon eine ziemlich einseitige Sache. Wir wissen nicht genau, wie die Niederlage da zustande gekommen ist gegen El Barba. Kann auch sein, dass es nur ein Roll-Up war oder whatever. Aber entscheidend ist, Julian Corrales mit seiner fancy Mütze will jetzt hier weitermachen und die IC Championship holen. Und ich meine, riesig ist der Mann nicht, das ist klar. Aber er hat andere Vorzüge. Er kann extremst schnell sein, extremst gefährlich sein mit seinen Strikes, mit seinem athletischen Vermögen. Und das kann natürlich der X-Factor in dem Match werden, wenn man da bei dem Namen bleiben will. Wir haben jetzt 5 Leute da und da ist Nummer 6. Und das muss man halt respektieren an Rick Carter. Der sagt, okay, Ali, du bist so frech, du gibst mir kein direktes Rematch. Also tritt er dann eiskalt in der Battle Royale an und sagt, okay, ich werde mir meine IC Championship zurückarbeiten.
Natürlich kann es auch in die Hose gehen, aber am Ende kannst du nichts anderes machen, außer kämpfen. Und genau das macht Ricciardo, ohne zu meckern, ohne zu sich beschweren, sag ich mal. Aber in Hinsicht aufs Meckern und Beschweren, also dass er es nicht tut, da ist er nicht alleine. Ich denke, hier wird sich keiner beschweren, eine Chance auf die Intercontinental Championship zu kriegen. Der Ultimate Joey ist auch am Start. Ist, denke ich mal, ein großer Fan vom Ultimate Warrior. Zumindest bringt er auch dieselbe Energie und dieselbe Dynamik hier. Der nächste Ösi, ich glaube zumindest habe ich von From Austria gehört. Also es ist schon amazing, wie viele Leute hier aus Österreich kommen. In der Aliverse Wrestling Promotion. Und Joey ist natürlich... ja, kein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal. Hat viel jetzt auch in den House-Shows gekämpft, aber hat noch nicht so seinen Fuß gefunden, sage ich mal, in Aliverse Wrestling. Aber jetzt gerade ist so hier in diesem Opening-Match von heute Abend so die Chance, da einfach reinzukommen und seinen ersten Schritt hier in Richtung Championship Gold zu machen. Aber da müssen wir natürlich jetzt auf Nummer 8 in diesem Match warten. Und alle gucken schon ziemlich gespannt zur Entrance Ramp, zur Stage. Und das auch völlig zu Recht. Der Nummer 8 ist Tonga Yamamoto, auch ein Debütant. Hat in der House Show auch schon viel performt, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, da könnt ihr gerne mal bei den Livestreams vorbeischauen. Da ist auf jeden Fall immer eine Menge los und Tonga Yamamoto war da auch definitiv sehr aktiv am Start. Also dann, los geht's, meine Damen und Herren. Opening Match hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich will da auch niemandem seine Entrance klauen. Bin ich ehrlich, Alter, The Beast ist da direkt am Start, aber kriegt direkt eine Tilde World, eine Hurricane Runner, ja, Facebuster. Till the World Shit, mäßiger Shit, wisst ihr Bescheid? Auf jeden Fall schon krass. The Beast ist hier Leute am Wegschubsen. Oh, und Warlord hat da Monster Ace getroffen, aber der macht da nicht weiter. Hat verstanden, dass das wahrscheinlich aus Versehen war. Ricciardo und Joey gehen da links im Ring at it. Zieht ihn zurück. Ricciardo technisch fein und sauber, wie eh und je und wie immer. German! Und Monster Ace ist der Tonga Yamamoto direkt am eliminieren, zumindest der Versuch dazu. Aber Monster Ace ist da unerfolgreich und Yamamoto kann sich im Match halten. Irish Whip jetzt gegen Ace, der kann kontern, Kick to the Guts. Luke Osborne auch noch, ja, ein bisschen unerfolgreicher in diesem Universe Mode. Heißt nicht, dass er nicht das Potenzial hat, hier direkt ein Champion zu werden oder weiteres zu machen. Rennt er jetzt ins Seil und schöner Standing Moonsault. Wird aber gekontert. Joeys Beine sind oben, die Knie. Ace ist da schon auf The Beast fokussiert, kann aber nicht endgültig zuschlagen. Warlord da mit der Jackknife. Oh, aber Ricciardo steht direkt wieder auf. Und der DDT gegen The Beast. Also da sind die Feindschaften nach wie vor frisch und aktuell. Oh, face first. Sendet Joey da die Message. Schöner Knee Strike. Auch noch hinterher gegen Tonga Yamamoto. Luke Osborne will da jetzt Kapital schlagen. Schafft's aber nicht. Schöner Springboard Forearm von Joey. Und ja, bis jetzt hat sich hier noch nicht so der klare Favorit rauskristallisiert. Da ist Tonga Yamamoto fast schon wieder eliminated worden. Kann sich aber dann nochmal im Match halten. Ricciardo will da nachsetzen, wird aber auch ausgekontert. Der ehemalige IC Champion hat auf jeden Fall die größten Nachteile gegen Tonga Yamamoto, der da jetzt Anlauf nehmen wollte, aber Joey verhindert die Situation da. Ja, ich würde sagen, Joey ist hier rein von der Größe her der kleinste Teilnehmer in diesem Match, wahrscheinlich mit Julian Corrales zusammen. Schöner Irish Whip da gegen Monster Ace, der da jetzt zusammen mit Warlord, komplett in Trouble ist. Oh, German Suplex gegen Tonga Yamamoto von Luke Osborne. Auf jeden Fall
mega die Power. Oh, Julian Karellis ist da fast eliminated von Joey. Kriegt aber die Knie hoch. Und Joey nach wie vor ohne Elimination. Monster Race hat da... Oh, den Argentine Backbreaker rausgehauen. Autsch. Der hat wehgetan. Tonga jetzt mit den schönen Kicks gegen die Brust von Ace. Oh, Double Knee Face Crusher. Und ihr seht schon, also Warlord und Monster Race ignorieren sich da quasi im Ring. Also da scheint schon eine Art kleine Allianz am Start zu sein. Würde ich mal jetzt so behaupten. Oh, und Julian Karellis eliminiert von Ace. Also da war die Größe in der Battle Royale dann doch wohl ein kleiner Nachteil. Ich meine, okay, das ist nicht überraschend. Aber ich finde es trotzdem irgendwie überraschend, dass jemand von der Quality von Julian Karellis hier dann doch der Erste ist, der eliminated wurde. Aber gut, ich meine, es kann passieren. Es sind 8 hochtalentierte Wrestler da im Ring. Da kann es schon mal passieren, dass du da von so einem Hünen wie Monster Ace einfach mal über die Top Rope gehievt wirst. Und genau dasselbe könnte jetzt auch Warlord passieren, denn The Beast hat ihn da und tschüss. The Beast setzt die Nachricht. Aber da kommt direkt Ace, will seinen Kumpel rächen, aber schon kommt zurück. Ja, schöner, was war das? Flying Headbutt? Oh, und jetzt geht Ace hier richtig ab. Alle sind irgendwie ausgeschaltet und Ace räumt auf, nimmt sich jetzt Joey, der nächste etwas kleinere Competitor, und wird da auf das Seil geschmissen. Aber der Kipp ab direkt und interessiert ihn gar nicht, was Ace damit ihm gemacht hat, greift direkt Luke Osborne an. Oh, und The Beast kriegt dann den Rake in die Augen und was? The Beast fällt dann quasi von selber um. Interesting. Tonga Yamamoto, Luke Osborne, Monster Ace, Joey, Rick Carter und The Beast nach wie vor in diesem Match mit der Chance, der nächste Challenger, um die IC Championship zu sein. Wobei, das war's. Das war's für Tonga Yamamoto. Oh mein Gott, Joey. No! Oh mein Gott. Monster Ace legt hier die Betonung auf das Monster in Ace. Holy shit. Zweite Elimination. Und Luke Osborne ist da jetzt in Trouble. Kann seinem Potenzial nach wie vor nicht gerecht werden. The Legend Ricarda mit dem schönen Konter. Also wir haben noch The Beast, Monster Ace und Ricarda hier am Start. Oh my God, was für ein Knockout Punch. Ricarda in die nächste Woche geprügelt. Und jetzt hat Ace hier ein Problem und das heißt The Beast. Oh my God. Oh! Samoan Spike. Goodbye, Monster Race. Oh, da kommt aber Ricarda. Ricarda von hinten hat hier diese Battle Royale ganz taktisch und clever abgewartet und ist jetzt natürlich gezwungen, irgendwas zu machen gegen The Beast. Hat hier definitiv ja den größten Nachteil, aber ist hier am Drücker gerade. Hat The Beast in der Corner. Und überlegt euch das mal. Warlord und Ace, beide von The Beast eliminated. Kein Zufall, dass die so einen Stress miteinander hatten und irgendwie auch noch miteinander haben. Ricarda jetzt mit dem Versuch, aber das ist natürlich, ja, muss man schon sagen, der dümmste Weg, so einen riesigen Gegner wie The Beast irgendwie über die Top Rope zu kriegen. Und jetzt zahlt Ricarda den Preis. Ich denke, also bei allem Respekt gegenüber dem ehemaligen Intercontinental Champion, aber in der Battle Royale ist ja wohl klar, wer hier das Ding jetzt gewinnen wird. Ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Schöner Judo-Throw von The Beast hat jetzt Ricarda hier in die Ecke befördert und jetzt wird's raus. Oh, wow, okay. Ellbogen ist oben von Ricarda und der hat jetzt The Beast schon wieder in der Ecke getrappt, aber diesmal geht er cleverer, nicht für die Elimination, macht mehr Schaden, kleine Strikes, aber viele davon. Werden wir hier wirklich das Rematch von Nicholas gegen Ricarda sehen?
Ich glaube es irgendwie noch nicht so richtig. Aber man muss es ihm lassen. Rick Carter geht jetzt hier extremst clever und taktisch vor. Ich meine, die Leute nennen ihn nicht umsonst The Legend. Hat jetzt hier The Beast am Seil. Hat ihn auf den Schultern. Oh my! Oh, Samoan Drop! Und wir haben einen Sieger. Es ist Rick Carter. Tatsächlich! Und Leute, für alle, die sich beschweren und meckern und sagen, es ist alles so unfair, ganz ehrlich, das ist der way to go. So musst du es machen. Du akzeptierst die Herausforderung, stellst dich mental drauf ein und wirst einfach mal aktiv in der Battle Royale und gewinnst das Ding und sicherst dir die Chance auf den Rückkampf gegen den aktuellen Champion, gegen Nicholas, und versuchst ja quasi dein Baby wieder zurückzuholen. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Match. Gordon Gundolf gegen Gary Hughes, also beide mit G am Anfang. GG gegen GH sozusagen. Wer kann das gewinnen? Ihr seht schon, da unten ist eine Rivalenaktion am Start. Also da wird potenziell eventuell was passieren. Gary Hughes holt sich den Sieg und die beiden sind jetzt auch Feinde geworden. Gordon Gundolf reichte Gary Hughes zum Beginn des Matches die Hand, zog aber zurück, als er dieser ergreifen wollte. Die respektlose Geste reichte aus, um die Konzentration des Superstars für das Match zu stören. Naja, anscheinend nicht genug. Die Niederlage hat er am Ende doch nicht verhindern können. Dann kommen wir zu dem nächsten spektakulären Shit eigentlich hier bei All US Wrestling. Wir haben nämlich ein Six-Man-Match, sozusagen eine Triple Threat Tornado Tag, um die Hauptherausforderschaft, um die Tag Team Championships. Die JDs haben bei Bloodbath einfach extrem solide verteidigt, das muss ich einfach sagen. Also Hit Squad hatte eigentlich nicht so die richtige Chance. Deswegen werden wir jetzt zwei Triple Threat Tornado Tag Team Matches sehen und die beiden Siegerteams werden dann nächste Woche One-on-One gehen, um dann den Champion-Herausforderer sozusagen für den nächsten Pay-Per-View zu sehen. Wir werden jetzt nicht lang quatschen, sondern schauen, welches Team das Ganze denn sein wird. Es ist, die Fatu, beziehungsweise die Samoan Dynasty heißt sie, glaube ich. Jackson Fatu und Jeff Johnson haben hier den Sieg errungen. Also die Debütanten, die Shaw Family und auch der GN Clan, leider mal wieder erfolglos. Es ist hart, aber so ist leider nun mal das Business. Nächstes Match. Ben gegen Nicholas, da haben wir den aktuellen IC-Champion gegen einen ehemaligen IC-Champion. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob der IC-Champion seine Form bestätigen kann. Und er kann es nicht. Okay, holy shit, das überrascht mich. Ja, eigentlich hätte Ben jetzt auch schon fast ein Championship-Match verdient. Aber müssen wir mal schauen, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so denkt, wer da eher das Match verdient hat. Ben, der jetzt hier der Hauptherausforderer sein könnte, weil er den Champion geschlagen hat. Oder halt natürlich Ricardo, der das Hauptherausforderer-Match gewonnen hat gegen 7 andere Leute und auch noch der ehemalige Champion ist. Also ich denke, Ricardo hat es da eher verdient. Vielleicht machen wir auch ein Triple Threat Match draus, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten machen wir weiter mit dem zweiten Match um die Hauptherausfordererschaft, um die Tag Team Championships. Und da werdet ihr, wenn ihr genau hinguckt, sehen, wir haben ein neues Tag Team am Start. Nämlich Mr. Suzuki hat sich Unterstützung geholt. Und wo sonst als bei seinem eigenen Sohn. Suzuki ist back, der Hauptherausforderer oder mehrmalige Herausforderer gegen Paul Rees um die Aliverse World Championship, ist wieder back und will hier sein Statement setzen. Und das macht er erstmal in der Tag Team Division. Auch nachvollziehbar mit seinem Vater, da irgendwie zu versuchen, eine Tag Team Championship zu holen. Und die beiden gewinnen sogar. Hit Squad leider mit der nächsten Niederlage. Und die Acolytes of the Bomb machen sich in Multi-Man-Tag Team Matches anscheinend nicht so krass. Vielleicht müssen die auch mal ein Singles-Match bekommen. Wer weiß. Nächstes Match. The Prince gegen Lightning Boy. Und ich bin ehrlich, den Lightning Boy, den finde ich ziemlich awesome. Wer weiß, vielleicht kann er hier ja die Überraschung herbeiführen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber wir bleiben mal gespannt. Zufall entscheidet und es ist The Prince, der holt sich endlich auch mal einen Sieg, nachdem er im IC-Tournament ja leider nicht so erfolgreich war. Ich meine, er ist bis ins Finale gekommen, wenn ich mich nicht irre, hat dann aber leider gegen Nicholas verloren. Aber hier gewinnt er dann solide gegen den Lightning Boy. Dann haben wir unser nächstes Match und das ist dann das angesprochene Co-Main Event. Und da ist der GN Clan Leader Paul Rees am Start, der ehemalige Aliverse World Champion. Paul Rees!
Und das wird natürlich ja, kein leichter Weg zurück zur Krone. Ich meine, ihr habt das Match, denke ich, alle gesehen von Paul Rees und Brock Lesnar, der dann überrascht irgendwie doch aufgetaucht ist. Also man muss wirklich sagen, Paul Rees hat ja den Boden gewischt mit Lesnar, bis dann Lesnar gesagt hat, okay, ganz ehrlich, die Nummer reicht mir, ich will jetzt nach Hause. F5, 1, 2, 3. Und dann, ja, war es so geschehen, ne? New World Champion Brock Lesnar. Die, ja, ich sag mal, die Stimmung Backstage, die ist bescheiden, um das freundlich zu formulieren. Die Umkleidekabine ist sehr enttäuscht von der Leistung von Paul Reeves und ja, über den Fakt, dass er die Arrowverse World Championship an einen Söldner verloren hat. Und La Locura ist jetzt hier mit seinem Debüt am Start. Für diejenigen, die beim Stream dabei waren, die haben ihn schon gesehen. Absolut geisteskranke Performances, die er da gebracht hat. Hätte fast um die House Show Championship gekämpft. Das Ganze hat sich dann nicht ergeben. Aber hier kriegt er jetzt direkt ja, die große Bühne sozusagen. Und darf gegen Paul Rees antreten und sich beweisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ob Paul Rees dann kein Rematch gegen Lesnar bekommt. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Leistung an, die er hier jetzt bringen kann gegen La Locura. Ich meine, es ist schon eine harte Herausforderung für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Wir hatten dann einen Gauntlet-Match und La Locura hat irgendwie drei andere Leute in diesem Gauntlet-Match besiegt. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, das sind drei eigene Matches, die du da packen musst. Das ist schon echt krass. Und das, was La Locura in diesem Match ausgezeichnet hat, in meinen Augen, war diese extreme Fähigkeit, alles Mögliche, was der Gegner einem entgegenwirft, zu kontern und da dem Match seine komplett eigene Dynamik zu geben. Und das hat er so gut gemacht, dass er wirklich drei andere Gegner, ja, besiegen konnte. Und fast sogar den vierten, da war es dann extrem knapp, aber da musste er sich dann dem Elbow Drop geschlagen geben. Irgendwann waren es dann auch zu viele. Oh mein Gott! Trifft da den Referee square in the face mit dem Dropkick und La Locura nutzt es direkt aus. Schöner Arm-Drag. Wartet da. Oh, Headbutt. Ja, ich meine, für diejenigen, die es nicht wissen, La Locura scheint aus Mexiko zu kommen. Und La Locura bedeutet der Wahnsinn. Oh, schöner Discus Elbow. Aber, oh, der Konter kommt direkt wieder hoch. Lariat zu dem, gegen den Hinterkopf. Aber Paul Rees kickt bei Null aus. Das war kein kein Discus, sondern es war natürlich ein Ripcord Elbow. Sorry dafür. Oh, schöner Kickout jetzt von Rees. Geht aus dem Ring, kommt direkt wieder rein. War aber wahrscheinlich ein kleiner Fehler, denn La Locura macht direkt weiter. Setzt an. Oh mein Gott, dieser üble Cutter, den wir auch schon gegen Lesnar gesehen haben. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, wie man La Locura ruhig stellen kann. Man muss einfach dranbleiben. So ein bisschen wie bei den anderen Luchadors, wie zum Beispiel Rey Mysterio. Oder Eddie Guerrero zum Beispiel. Du musst einfach in der Offensive bleiben. Musst versuchen, diese Konter, diese Dynamik, diesen Aufbau der Energie einfach irgendwie unten zu halten. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon eine Menge gewonnen. Ja, wir haben schon gesehen, der Solida del Sol von La Locura ist extremst gefährlich. Aber der Goodnight Slam von Paul Rees kann da, denke ich, mithalten. Konnte zwar Lesnar nicht besiegen, aber ist trotzdem ein extremst gefährlicher Finishing Move. Jetzt der schöne Arm Drag outside of the ring. Und La Locura jetzt mit den Storms gegen die Brust. Versucht jetzt Paul Rees hier runterzuarbeiten. Schöner Headbutt gegen die Brust. Konzentriert sich auf den Kern von Paul Rees sozusagen.
Oh, SOS. Außerhalb des Rings. Ich weiß gar nicht, wie La Locura den Move nennen könnte. Aber der Taunt, und guckt euch diese Fresse an. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es tut mir leid für meine Wortwahl, aber... Oh, Elbow Drop gegen den Hinterkopf. Und Paul Reeves Tempo hat jetzt schon deutlich nachgelassen in den letzten 1-2 Minuten. La Locura erinnert mich fast ein bisschen an den Boogeyman, gerade in seiner Art und Weise, wie er hochgeguckt hat in die Kamera da. Weicht aus, geht drüber. Solida, der Soul. Ins Cover, Referee on top of the action. 2 Kickouts von Reeves. Also, was wir da gegen Lesnar gesehen haben, wiederholt sich nicht erneut. Paul Reeves ist noch da, kickt aus, weicht dem Headbutt aus. Oh my God! Wird aber eiskalt von der Locura abgefangen mit dem Uppercut. Oh, und die Clotheslines. Oh, ausgewichen, aber wieder dieser Lariat gegen den Hinterkopf. Also Paul Reeves kommt hier irgendwie gar nicht mehr richtig rein. Kommt jetzt zurück mit dem Enzigiri. Wartet jetzt auf seinen Gegner. Der ist am Rand. Spear, nein! Diese überlegene technische Fähigkeit vom Killer Clown stellt sich einmal wieder mehr in den Vordergrund. Geht jetzt fürs nächste Cover nach dem Headbutt. 1, 2, 3. What? Excuse me? Here is your winner, Chaotic Clown. Oh my God. Also der Wahnsinn vom Killer Clown macht hier einfach weiter. Also, wenn das wirklich so weitergeht, wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, dann muss man fast im Interesse vom Aliverse, muss man fast La Locura gegen Lesnar kämpfen lassen. Weil, ganz ehrlich, La Locura hat in diesem Match all das gezeigt, was Paul Reeves gegen Lesnar irgendwie hat vermissen lassen, in meinen Augen. Aber, wie gesagt, ja, Paul Reeves in allen Ehren, man muss ihn vielleicht auch schützen, vielleicht hat er auch gerade eine schlechte Phase, ich weiß nicht genau, was da los ist, man kann nie so genau in die persönlichen Situationen der Wrestler reingucken, vielleicht hat er sich's doch verdient, ihr müsst einfach auch gerne mal eure Meinung dazu kundtun, ich bin da ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt, denn ganz ehrlich, Leute, wir müssen gucken, dass das nächste Match gegen Lesnar sitzt, weil, ganz ehrlich, wenn der wieder gewinnt, dann weiß ich nicht genau, wie die vertragliche Situation ist. Am Ende lässt er sich irgendwie 3 Monate Zeit und hält die Aliverse World Championship einfach 3 Monate in Gefangenschaft. Ich habe keine Ahnung. Main Event Time, Leute. Hell in a Cell um die Hardcore Championship. Und der Erste, der rauskommt, ist der House Show Champion. Und wie krass wäre das denn, wenn Soul das schaffen würde. Doppel-Champion zu werden. Wie krass wäre das denn? Also es wäre wirklich ganz krass. Für diejenigen, die sich fragen, warum hat er die Championship nicht dabei? Ich meine, ich habe das wahrscheinlich wieder in Exhibition gemacht und nicht im Universe Mode, so der Shit halt. Aber ist ja auch egal. Gerade für die Weekly Shows musst du ja deine House Show Championship nicht mitschleppen. Kann ich an der Stelle auch irgendwie schon verstehen. Aber ja, wir machen lieber schnell weiter, sonst geht's hier Ewigkeiten. Da kommt nämlich Challenger Nummer 2. Und ich finde ganz ehrlich, diese Dreiecksdynamik, die wir jetzt hier langsam entwickelt haben, ganz interessant. Alle drei haben jetzt mal die Hardcore-Championship gehalten, aber alle drei haben sie echt nicht lange gehalten. Und die Frage ist jetzt natürlich, kann Tyler Banshee, kann der Ghost jetzt der erste dieser drei sein, der die Hardcore-Championship ein bisschen länger hält und vielleicht auch mal verteidigt? Wer weiß.
Also dann freuen wir uns auf den Hardcore-Champion. Auf den Ghost. Auf Tyler Banshee. Also dann, die Zelle fährt runter und ja, das passt zu Sol. Der ist so entspannt, wie man nur sein könnte, vor einem Käfig-Match mit zwei anderen extrem gefährlichen Wrestlern. Na gut, whatever, let's go. Sol und Tyler gehen direkt mal one-on-one, während Damon dann ein bisschen zuschaut. Aber auch direkt der Irish Whip. Oh nein, Sol kann kontern. Damon wird da in die Corner gedrängt und auf ihn eingestormt. Denkste, schön das Bein umgehabt und kommt mit dem schönen Springboard Flying Forearm. Oh, Bicycle Kick vom Champion. Oh, und noch der Dropkick gegen den Hinterkopf. Das hat Sol, glaube ich, gar nicht kommen gesehen. Electric Chair Drop. Oh no, Discus Elbow. Also ich finde es halt krass, weil die beiden, oder besser gesagt die drei, hatten, würde ich sagen, das beste Match, das Match of the Night beim Pay-Per-View. Meinten zumindest viele von euch. Würde ich euch auch auf jeden Fall zustimmen. War so das Match, was ja die Massen am meisten bewegt hat in der Arena. Und ich würde sagen, die drei knüpfen da auf jeden Fall direkt an. Die zeichnen sich auf jeden Fall dadurch aus, hier nicht groß ja Mätzchen zu machen. Die gehen direkt in die Action rein. Juckt die gar nicht. Die stellen hier die Glorie von Aliverse Wrestling und die Championship-Erfolge über Wohl für Leib und Seele. Oh, Kick to the Gutter. Jetzt Double Team Action. DDT gegen Sol. Und schwer getroffen rollt der sich erstmal unter den Apron, während Tyler Banshee da zur Sache geht gegen seinen anderen Challenger. Kip up. Jetzt Super. Nee, Big Boot. Kein Super Kick von Sol. Irish Whip Konter jetzt von Tyler Banshee und kümmert sich jetzt. Oh, Tombstone Driver gegen Damon the Demon White, der da jetzt erstmal wieder eine Weile braucht, um hochzukommen. Und jetzt geht's schon wieder im Double Team gegen Sol. Also, die haben da beide irgendwas gegen ihn. Aber die Allianz hält wieder nur sehr kurz. Oh, schöner Elbow Strike. Irish Whip jetzt über das Top Rope. Aber Sol kommt da von hinten. Irish Whip, Konter von Tyler Banshee. Beide jetzt über den Apron. Und The Ghost lässt Sol erstmal ein bisschen Zeit, um da wieder in den Ring zu kommen. Aber der Destroyer wird jetzt einfach mal geleckigt. Ist halt auch eine Strategie. Wobei man sagen muss, Sol jucken halt Schmerzen nicht viel. Also wir haben es immer wieder gesehen, dass ja physisches Leid Sol nicht viel ausmacht. Es ist halt eher so diese psychische Ebene, auf der du ihn wahrscheinlich bekommen musst. Schöner German Suplex gegen den Champion jetzt, der da schon mal aus dem Ring rollt. Sol jetzt mit dem Konter. Hat jetzt hier den Cobra Clutch und wir wissen alle, was kommt. Backbreaker und nach Südwest Mappen geschmissen. Geht ins Cover, war natürlich nicht so smart, denn der Ghost steht direkt daneben. Wobei man sagen kann, okay, als Ghost ist es ein bisschen schwierig zu merken, dass er neben dir steht. So hat er jetzt aber auf jeden Fall die Oberhand und die Chance, seine Championship wieder zurückzugewinnen. Aber Tyler Banshee kommt da dynamisch übers Top Rope gesprungen und setzt den Hammerlock. DDT, der Move, dem die Championship eingebracht hat. Ey, down, down. Extremst gut gemacht. Vom Ghost. 1, 2, 3, 9. Sol ist in letzter Sekunde da und löst das Cover auf. Und da kommt der Leaping Lariat vom zweiten Seil. Rechte Hand. Was kommt jetzt? Airplane Spin to Hell. Und jetzt ist Sol hier auf jeden Fall derjenige, der in diesem Match hier die Oberhand hat. Geht jetzt für den Pinfall-Versuch gegen den Champion.
versucht ihr das Statement zu setzen, will den Champion auch wirklich pinnen, aber es ist nur ein Two-Count, schöner Big Splash jetzt. Also man muss sagen, die Zelle hat in diesem Match jetzt noch keinen großen Faktor gebracht. Schöne Strikes jetzt da von Damian the Demon White. Also ich finde es extremst cool, wie dieses Match aktuell wirklich jeder der Kämpfer in diesem Match einfach seinen Moment hatte. Tyler Mensch hier jetzt fast gewonnen. Oh mein Gott, A-Town Down. Diesmal gegen den Ghost. Und hat das Soul einfach am Seil platziert. Ist jetzt hier extremst unentschlossen, was er macht. Soul ist wieder da. Oh, was für eine Clothesline. Jetzt der Pinfall-Versuch nach langer Unentschlossenheit. Und ich befürchte, das wird dafür sorgen, dass Soul den Kickout findet und hier das Match weitergeht. Da sieht man jetzt auch die Frustration in den Augen vom Commentary Table aus bei Damian the Demon White, der fürs nächste Cover geht. Two Count. Oh, da kommt Soul auch noch an. Nimmt aber jetzt hier wahrscheinlich mehr aus Versehen den Referee aus dem Geschehen. Hat jetzt hier Damian the Demon White auf der Top Rope platziert. Oh, oh my God! Double Knees to the Face gegen Soul. Der ist aber schon wieder oben, wie zur Hölle auch immer er das gemacht hat. Greift jetzt den Ghost von hinten an. Ich meine, hätte ich auch nicht mit gerechnet nach so einem Move, dass Soul direkt wieder aufsteht. Oh, Irish Whip. Nein, Konter. Oh, beide da jetzt in der Corner getrappt. Aber Damian the Demon White zeigt leider die genau diese Unentschlossenheit, die er auch leider irgendwie auch eben in der Situation gezeigt hat. Scheint jetzt hier einfach gar keinen Plan mehr zu haben, was er mit den beiden Gegnern in der Corner machen soll. Die sind jetzt auch ziemlich benommen, wobei Soul kommt jetzt wieder zu sich. Und jetzt geht's schon wieder im Double Team. Diesmal aber einen Suplex gegen Soul. Also irgendwie, weiß nicht, die haben sich da komplett gegen Soul verbündet. Schon wieder. Mein Gott, reicht's nicht mal? Nächster Double Team DDT. Und diesmal verabschiedet sich Soul dann. Verständlich, war jetzt auch schon irgendwie der dritte oder so. Oh my! Eingerollter Double Facebreaker to the Face und jetzt... Oh, Soul kommt auf einmal, wird aber ausgekontert. Oh, nicht schon wieder. Dieser Pale Kick geht daneben. Geht daneben. Und Soul ist jetzt hier erstmal wieder aus dem Geschehen genommen. Steht aber schon wieder. Also es geht hier einfach nur noch hin und her. Der Champion ist jetzt raus. DDT-Versuch, nein. Konter, schöne Clothesline. Und einfach mal die Punches. Einfach mal die Offensive ein bisschen runterbrechen. Nicht immer das Rad neu erfinden wollen. Auch einfach mal den Schaden austeilen. Jetzt wäre vielleicht von Tyler Manchima der Moment, sich eine Waffe zu holen. Macht er aber nicht. Auf Soul wird weiterhin eingeschlagen. Und da kommt jetzt der Ghost wieder von hinten. Und diesmal gibt es wieder A-Town Down. Aber ein Cover wird nichts bringen. Denn Soul ist da. Kann die Situation klären. Und hier dafür sorgen, dass das Match weiter am Leben bleibt. Oh mein Gott, Tornado DDT. Springboard Tornado DDT. Geht jetzt hier nicht fürs Cover gegen Tyler, gegen Damian Demon White oder gegen Tyler Banshee. Könnte sich als Fehler erweisen. Irish Whip. Reversal. Jetzt hier in der Ecke und der Unterarm wird ins Gesicht gerieben. Und ich glaube, in dem ganzen Facepaint vom Ghost habe ich da auch ein bisschen Rot und ein bisschen Blut schon gesehen. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Oh, feast your eyes! Und Cover vom Ghost! Ja gut. Kannst du probieren, kannst du aber auch eigentlich lassen. Wird eh nicht funktionieren. Körpertreffer jetzt von Damian the Demon White, der ehemalige Champion. Nächste Clothesline gegen Soul. Fireman's Carry, aber kein A-Town Down. Oh, einfach nur ein Detonation Punch. Hat jetzt hier... Oh, schön die Corner ausgenutzt. Ja, Pinfall-Versuch kann man machen, selbst wenn es nicht klappt. Saugt sie Energie aus dem Champion. Und das war... Das war schon echt ein knapper Kickout.
Und Soul reicht jetzt hier. Der sagt, komm, wir sind im No-DQ-Match. Jetzt gibt es hier einen Kendo-Stick. Forearms da. Elbows ins Gesicht des Champions. Der ist da benommen im Ring. Schöner Back-Body-Drop hinterher. Soul macht sie jetzt dreckig einfach. Schöner Breaker. Nächster Pinfall-Versuch. Keine Möglichkeit für irgendjemanden einzugreifen. 2, 3. Plötzliches Ende. Aber es ist ein Ende. Und damit haben wir wieder den Hardcore-Champion Soul. Und das Krasse ist halt auch noch, der ist Double Champion, meine Damen und Herren. Ich weiß, die House Show Championship, ja, so sehr zählen kann man sie wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht in den Fernsehübertragungen. Aber Leute, er ist Double Champion und das ist echt Wahnsinn. Also, wenn Soul nichts mehr schafft in diesem ganzen Universe, dann kann er immerhin sagen, ey Leute, bin der erste Double Champion, macht das erstmal nach. Absolut krass, meine Gratulation. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Nochmal vielen Dank an die Mitglieder, an die Ali-Heads. Wirklich immer noch absoluter Wahnsinn für mich. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao! Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.